Fangen Sie doch mal ruhig an, Frau Bock. Können Sie mir jetzt leicht machen und sagen, damals haben wir noch nicht regiert, ich zumindest nicht, und konnte das aus der Opposition nur beobachten. Nein, aber ernsthaft, eine Politik zu machen, die tatsächlich in dem Sinne zukunftsorientiert ist, dass sie sich auch überlegt, was ist eigentlich in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren für eine Entwicklung da und eben nicht auf die Kurzfristigkeit setzt, eben wie damals Flächen zu verkaufen zum Höchstpreis, was Berlin ja eine Zeit lang gemacht hat. Das ist, glaube ich, das Wichtige, sich ernsthaft den Blick nach vorne zu richten. Das wollen wir ja tun mit dem Stadtentwicklung. Den wir hier auf den Weg bringen, federführend bei Stadtentwicklung, eben das mal neu aufzusetzen. Ich glaube, der alte Stadtentwicklungsplan ist von, also dazu mal würde ich jetzt mal sagen. 11. Genau zu dem Kam Zeitpunkt. Gerade dort, ja. Also noch gar nicht so alt, aber wir haben jetzt eben eine unglaubliche Entwicklung die letzten Jahre erlebt und das müssen wir für die Zukunft tatsächlich jetzt in den Blick auch nehmen. Aber es ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, oder wie gehen Sie da vor, Frau Lampscher? Also zur Wahrheit gehört auch, dass Berlin natürlich sehr viele Flächen für die Wirtschaft hat. Und wenn man sie sich im Detail anschaut, dann ist auch auf diesen Flächen sehr, sehr viel möglich. Und man muss Instrumente finden, um dort sozusagen ein bisschen die Fesseln zu lösen. Und wir haben uns über Jahrzehnte, kann man inzwischen sagen, den Luxus angewöhnt, sehr raumgreifend zu sein. Und wir wissen, dass in Zeiten des Wachstums und des Booms wir auch intelligentere Lösungen brauchen. Also wenn wir über Flächenaktivierung, über Flächenintensivierung, über Nutzungsmischungen reden, dann führt das alles natürlich auch dazu, dass der Flächenbedarf, den man ohnehin nicht ins Uferlose steigern kann, dass der dadurch natürlich auch ein Stück weit relativiert wird. Also wir können nicht nur darüber reden, Fläche, 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 sondern wir müssen über die Qualitäten, über die Inhalte, über das Miteinander auf diesen Flächen reden. Und wir brauchen tatsächlich neue Instrumente, um diese Aktivierungsmechanismen sozusagen ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Also wir haben ja derzeit quasi keine Möglichkeit, Flächen zu aktivieren. Mhm. Und das anzuregen mit so einem solchen Plan, zum Beispiel auch mit den Wirtschaftsflächenkonzepten der Bezirke, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Mhm. Das müssen Sie nochmal vielleicht ein bisschen konkreter machen oder mir übersetzen, wenn Sie sagen, wir haben diese Flächen, wir müssen sehen, dass wir den Raum schaffen, da wo er nicht ist. Muss ich da jetzt plötzlich in die Höhe denken oder wie stellen Sie sich das vor? Naja, wenn alle nach Kreuzberg wollen, dann ist da logischerweise kein Platz für alle. Das liegt auch, ist auch nicht mehr so gemütlich. Wir haben aber tatsächlich Zukunftsorte, das Stichwort ist ja gefallen, an denen wir Flächenreserven haben und wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie positionieren wir eigentlich solche Standorte, wie verbessern wir die Rahmenbedingungen für die Entwicklung an solchen Standorten, also Cleantech Park in Marzahn zum Beispiel, da ist ein Flächenpotenzial. Wir haben auch an anderen Orten der Stadt haben wir diese Potenziale noch und wir müssen uns an anderen Stellen tatsächlich überlegen, wie wir Nutzungen auch stapeln. Und es trotzdem so machen, dass die weniger bezahlen können, weil es einfach ein weniger ertragreiches Gewerbe ist, auch an solchen Standorten weiterhin eine Chance haben. Also mehrere Ansätze, Frau Popp, ja, die Zukunftsstandorte. Ja, nochmal zum Thema Glaskugel. Wir können nicht in die Glaskugel gucken, aber eins ist ziemlich klar, wir haben nur noch wenig Flächen, als es vor 7, 8, 9 Jahren der Fall gewesen ist. Wir müssen jetzt das Klügste daraus machen und damit umgehen. Und ich glaube, dass das die Zukunftsstrategie schlicht ist. Natürlich werden wir auch Flächen ankaufen, aber ich glaube, es wird keine Trendumkehr in diesem Sinne geben, dass wir hier in 5 Jahren stehen werden und sagen werden, oh mein Gott, wir haben so wahnsinnig viele Flächen, wir wissen gar nicht, wohin damit. Das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Ich glaube, wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir noch haben, strategisch ankaufen und dann in diesem Sinne gut entwickeln. So, und da will ich natürlich schon nochmal den kleinen Werbeblock hier einschieben, dass gerade meine Verwaltung, die Wirtschaftsverwaltung, eben mit Bundesfördermitteln, mit den sogenannten GRW-Mitteln, das ist die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur, Bundesmittel, die wir hier ergänzen, für die Infrastruktur in eben solchen Wirtschaftsflächen, in den Zukunftsorten, in Adlershof und, da haben wir schon einiges investiert und tun das auch in Zukunft. Also ganz im Sinne der Aktivierung sind wir da wirklich unterwegs, um die Infrastruktur auf den Flächen, die wir haben, so aufzustellen, dass wir diese Flächen auch vernünftig nutzen können hier in der Stadt. Das war jetzt der Werbeblock, aber wir tun da wirklich einiges für mit hohen Beträgen und das zahlt sich ja auch aus. Wie, Frau Lomscher, ist denn so ein Flächenankauf bei dieser Mangelware Fläche vorstellbar, strategisch überhaupt zu handeln? Wo setzen Sie da an? Mit welchen Instrumenten?
was wäre denkbar? Naja, man braucht tatsächlich zunächst mal planerische Vorstellungen. Mhm. Man braucht die Kontakte zu den Institutionen, Akteuren, die auch Flächen anbieten. Also ein einfaches Beispiel, die Gleislinse am Betriebsbahnhof Schöneweide, die am Zukunftsort in Adlershof unmittelbar angrenzend ist. Ne, das ist ein Flächenpotenzial, da wird einfach durch Umwidmung, durch Umnutzung, wird dort ziemlich großes zusätzliches Flächenpotenzial für Ansiedlungen gewonnen. Und hier ist der Partner die Bahn. Die Partner werden wechseln, aber Land Berlin muss sich erstmal sortieren, muss seine Vorstellungen konkretisieren, dann kann man auch ganz anders auf andere zugehen. Und da wir früher in der Situation waren, dass man über vieles hätte reden können, aber schlicht kein Geld für hatte, haben wir jetzt natürlich auch eine andere Verhandlungsposition, wenn wir wissen, es gibt einen Ankaufsfonds für Flächen und wir können auf dieser Grundlage Planungen so weit vorantreiben, um dann hier auch mal zu einem positiven Abschluss zu kommen. Ja, das klingt ja fast wie ein Sechser im Lotto. Also der Stadtentwicklungsplan ist ja das wichtige Instrument, was jetzt tatsächlich ins Auge gefasst wird, 2030. Ne? Bis dahin soll er gelten. Und Stadtentwicklungsplan Wirtschaft, wie wird er denn erarbeitet? Wer ist alles beteiligt? Also wen nehmen Sie alles mit auf diesem Prozess? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, traditionell ist es ein Gemeinschaftswerk zwischen unseren beiden Verwaltungen. Und es ist auch traditionell so, dass wir einen Begleitkreis haben, in den Wirtschaftsakteure aktiv eingebunden sind, und zwar von Anfang an. Ne, also es gibt, und Bezirke sind von Anfang an eingebunden, Expertise, wir wissen ja nicht alles, sondern wir bedienen uns auch anderer kluger Leute. Und dieses Stadtforum heute ist auch Teil des Erarbeitungsprozesses, weil wir uns von der heutigen Veranstaltung natürlich weitere inhaltliche Impulse versprechen. Und dann gibt es das übliche Abstimmungsverfahren zwischen den verschiedenen Ressorts mit den Bezirken, sodass man danach dann ein halbwegs belastbares strategisches Handlungsinstrument hat für alle Senatsverwaltungen und auch für alle Bezirke in Berlin. Blaupause natürlich für Sie, Frau Lomscher, und für Sie, Frau Popp, für die Wirtschaftssenatorin. Welche Rolle spielt der Plan? Also federführend ist es bei Stadtentwicklung, weil ihr sozusagen die Flächenübersichten habt, aber genau das mal die Flächenpotenziale, die es gibt und die wir künftig noch entwickeln können für Wirtschaft und Gewerbe und Industrie, das tatsächlich mal festzuhalten, das Thema Gewerbekataster, was ja auch schon seit Jahren durch den Raum schwirrt, das mal auch mit aufzunehmen, also das tatsächlich zu kartieren, was man noch hat und was man entwickeln könnte, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir damit haben, um tatsächlich eine Planungsgrundlage auch für die Zukunft zu haben, genau für all diese Fragen, wo macht das Sinn strategisch anzukaufen, auf wen muss man da eigentlich zugehen, wo könnte man Vorkaufsrechte ziehen, aber auch was müssen wir, was können wir, was wollen wir künftig entwickeln an Flächen, welche Flächen wollen wir sichern für Industrie und Gewerbe. Wir sind, glaube ich, die erste Koalition, das im Koalitionsvertrag auch richtig festgehalten hat mit dem Satz, dass wir eben Industrie- und Gewerbeflächen in der jetzigen sozusagen Größenordnung sichern wollen, was nicht heißt, dass wir mal was aufgeben und mal was Neues dazukriegen. Wir reden ja immer, wenn es um Wohnungsbau und Gewerbe geht, oft sitzen wir da mit Plänen und beugen uns drüber, sagen, wenn man das aber so jetzt machen könnte an der Stelle, dann ginge da der Wohnungsbau und hier irgendwie noch Gewerbe. Naja, aber das sind dann irgendwie... Aber es müsste ja eigentlich ja wirklich, jede Fläche muss ja individuell gehandhabt und gemanagt werden. Das, oder stellt man sich das so einfach? Das ist nicht einfach. Das ist das Schwierigste daran. Das Schöne ist ja mal einen schönen Plan zu haben und zu sagen, dann läuft das Ding. Meistens sind es halt eben die einzelnen Flächen, die dann tatsächlich einzeln auch besprochen werden. Aber eine echte Planungsgrundlage für die nächsten Jahre zu haben, eine Entwicklungsgrundlage, das soll eben dieser Stadtentwicklungsplan auch leisten und das erhoffen wir uns davon auch. Na, vielleicht höchstens ergänzend, wenn man dann an so einem Ort ist wie hier, dann braucht man natürlich eine operative Ebene, die sozusagen unterhalb der Landesebene ist und dafür sind dann solche Standortmanagements, Regionalmanagements gut, die direkt mit den Eigentümern, mit den Anwohnern, mit dem Bezirk, mit den Unternehmen die Entwicklung hier vorantreiben und die wiederum brauchen so einen strategischen Rahmen wie so einen Stadtentwicklungsplan. Dann mache ich an dieser Stelle mal eine kurze Pause und schaue fragend ins Publikum. Da schon erhebt sich eine Hand, denn auch Sie sollen ja schließlich Fragen stellen können. Es gibt Mikrofone, wurde mir gesagt, wenn ich dort hinten hin das Wort. Wollen Sie den Stift haben? Ja, schönen guten Abend, Frau Lomscher, Frau Popp. Ich bin Elke Schilling. Ich stehe hier für die vier Berliner Bürgerplattformen. Wir kennen uns. Und Sie kennen auch das Vorhaben, das wir haben, aber die Damen und Herren hier kennen es nicht in dem Maße. Deswegen erläutere ich es kurz. Es sind 300.000 Quadratmeter. Derzeit Industriefläche, ganz schmählich untergenutzt.
in Besitz eines privaten Investors, mit dem wir als Bürgerplattform seit 18 Jahren gute Erfahrungen gemacht haben. Sie haben gesprochen davon, Akteure vernetzen zu wollen. Sie sagten, Sie wollen keine monofunktionalen Nutzungen. Sie wollen für morgen gestalten. Sie sehen keinen Konflikt zwischen Wohnen und Gewerbe. Diese Meinungen teilen wir alle. Das heißt, wir sind eigentlich bereit und parat, mit Ihnen darüber zu verhandeln, diese 300.000 Quadratmeter für Wohnen und Gewerbe kreativ zu nutzen. Wann also geben Sie uns die Möglichkeit, mit Ihnen über eine effektive Nutzung dieser 300.000 Quadratmeter zu verhandeln? Okay, also das ist die Frage. Sie wollen in Kontakt treten mit der Frau Senatorin. Hier ist die Möglichkeit. Kurz und schnell. Also den Kontakt hatten wir ja schon miteinander und wir haben auch schon den Fahrplan miteinander besprochen. Ne? Da wir hier über eine graue Fläche im Flächennutzungsplan sprechen, ist es exakt der richtige Zeitpunkt, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, was ist die Zukunft dieses Areals. Und da wir auch einen Flächenbedarf für die Wirtschaft haben und da auch künftige Flächen für die Wirtschaft nicht ausschließlich wirtschaftlich genutzt werden, werden wir in einem halben Jahr genauer wissen, welche Möglichkeiten bestehen, unter anderem auch an diesem Ort, über ergänzende Nutzung zu reden. Was wir nicht machen können, ist große gewerbliche Areale, auch wenn sie jetzt untergenutzt sind, einfach zur Disposition zu stellen für andere Themen. Weil das brauchen wir für die Zukunft auch. Gut, dass du das gesagt hast, weil wir haben auch schon mehrmals gesprochen und dass natürlich die Wirtschaftssenatorin jetzt schlechterdings nicht dahergehen kann und sagen kann, Industriefläche geben wir jetzt auf. Das verstehen Sie, weil das im Koalitionsvertrag auch anders festgehalten ist. Wir werden sicherlich darüber nochmal sprechen, wenn es konkret um diese Fläche geht. Aber natürlich bin ich auch dafür da und halte hier auch das Fähnchen auch hoch, natürlich, dass Gewerbe- und Industrieflächen nicht einfach verausgabt werden, weil das tatsächlich nicht mein Job ist. Aber ich fände es auch richtig, gerade hier das Areal auch nicht auseinanderfallen zu lassen. Gut. Weitere Fragen von Ihnen an dieser Stelle? Bitte schön. Mein Name ist Peter Kühnel. Ich habe in dieser Stadt 40 Jahre als Stadtplaner und Verkehrsplaner gearbeitet. Und ich denke, wenn man in dieser Stadt Industrie weiter ansiedelt und nutzt, dann muss auch die Verkehrsinfrastruktur auf den neuesten Stand gebracht werden. Und wir haben in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung in der Stadt erlebt, wo wir von 3,6 Millionen auf 4 Millionen jetzt de facto gewachsen sind. Und für diese 400.000 Menschen, die hier zusätzlich leben und arbeiten zum großen Teil, sind erstens nicht genügend Wohnungen vorhanden, zweitens sind die Bahnen überfüllt, die S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Bus und so weiter, die Straßen natürlich auch und die Radwege, die wir jetzt intensivieren werden nach dem neuen Radverkehrswegesetz, das vor einem Jahr in Kraft sind, die fangen das auch nicht alles allein auf. Und bei Regen und Schnee fahre ich auch nicht mit dem Fahrrad. Also wir brauchen ganz viel Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Dazu gehört natürlich auch das marode Abwassersystem, was hier seit 150 Jahren in der Stadt liegt, das leckt. Und also wir müssen da ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen, damit die Wirtschaft in dieser Stadt auch funktionieren kann. Also, wie sieht es aus mit der Infrastruktur? Ich sage mal kurz was zum integrierten Plan, habe ich ja vorhin gesagt. Also natürlich können wir nicht isoliert uns angucken, wie wird es mit der Wirtschaft, wie wird es mit dem Wohnen. Das muss man immer alles im Zusammenhang betrachten und das tun wir auch. Und richtig ist auch, also Ihre Zahlen muss ich ein bisschen korrigieren, von 3,3 Millionen auf 3,7 Millionen sind trotzdem 400.000 mehr. Das ist ja, was man inoffiziell kann man ja nicht wissen. Aber das, was wir von der Statistik wissen, das sind die Zahlen, die wir haben. Also Berlin wächst in den letzten Jahren sehr dynamisch und Berlin hat zu spät angefangen, muss man deutlich sagen, zu spät angefangen, sich in allen Konsequenzen damit auseinanderzusetzen. Da ist zum einen Teil Sanierungsbedarf aufgelaufen und es besteht natürlich auch Erweiterungs- und Ertüchtigungsbedarf darüber hinaus. Für alles das werden die Weichen gestellt und Sie haben völlig recht, nur wenn man es im Zusammenhang macht, wird zum Schluss auch die Wirtschaft davon profitieren. Ich ergänze das, weil ich das genau schon in meinem Einleitungsstatement gesagt habe und ich wiederhole es gerne, weil es tatsächlich auch das Mantra ist, auch dieser Koalition, nachdem viel zu lange, viel zu wenig investiert worden ist. Die Investitionen waren eine beliebte Sparbüchse, das merkt man ja nicht sofort, sondern erst später, wenn nicht investiert wird, auch eine Art von Verschuldung.
wird das jetzt tatsächlich hochgefahren. Und ich habe es gerade gesagt, wir haben in jedem Haushaltsjahr 2 Milliarden Euro im Haushalt stehen für Investitionen. Früher waren es 1,6. Wir haben mit dem Sondervermögen für die nachhaltige Stadt auch knapp 2 Milliarden für Investitionen in Kitas, in Schulen und in Verkehrsinfrastruktur. Die BVG investiert 2 Milliarden Euro in den kommenden Jahren in die Erneuerung ihres Fuhrparks. Und wenn Siemens uns das nicht wegklagen würde, hätten wir auch die Züge etwas schneller auf der Schiene hier. Wir investieren in neue Tramlinien hier in der Stadt. Wir kaufen Elektrobusse bei der BVG. Die Wasserbetriebe investieren 2,3 Milliarden Euro bis 2022, um das Kanalnetz zu sanieren, für eine bessere Trinkwasserqualität und für das Abwasser, für eine vernünftige Abwasserentsorgung, für die Klärwerke, für die 4. Reinigungsstufe. Also wir tun da richtig viel, viel Geld in die Infrastruktur. Das braucht sie auch, für die Verkehrsinfrastruktur auch. Es werden mal Brücken saniert, was lange nicht stattgefunden hat. Gehwege, in die Fahrradinfrastruktur wollen wir 100 Millionen Euro stecken. Das ist richtig viel Geld. Und wir haben das gleiche Problem, was viele andere auch haben, wenn sie mal einen Handwerker suchen. Wir kriegen das Geld nicht richtig auf die Straße, weil die Bauunternehmen sagen, wir haben volle Auftragsbücher für die nächsten 2 Jahre. Schön, dass ihr auch mal anruft. Ruft später noch mal an. Also wir haben richtig viel Geld für Investitionen im Haushalt und im Sondervermögen und werden das auch investieren, eben in all diese Themen, weil Sie haben völlig recht, die Infrastruktur muss mitwachsen, muss sich erneuern mit der wachsenden Stadt. Das tun wir aber. Und wir hängen immer so ein bisschen an dem dran, was versäumt worden ist in den letzten Jahren. Und wenn wir da Tempo aber reinkriegen, dann wird man es hoffentlich auch sehen. Nur ein letzter Satz. Alle wollen, dass investiert wird in die Infrastruktur. Wenn aber irgendwo eine Baustelle aufgestellt wird, beschweren sich auch wieder alle. Da bitte ich um Nachsehen, wenn wir investieren wollen, dann wird man das auch sehen. Gut, und wir haben es jetzt auch gehört, also falls Handwerker hier sind, bitte bei Frau Popp anrufen, da ist Geld im Kasten, das abgeflossen wird. Haben wir noch eine weitere Frage? Ja, bitteschön. Dankeschön, guten Abend. Ich heiße Bernd Ballhause, bin in 2 Eigenschaften hier. Einmal mit den Bürgerplattformen, habe ich schon sehr lange den Rathenauhallen zu tun. Und Sie haben gerade das Stichwort Handwerker geliefert. Ich habe einen Handwerksbetrieb seit 1980 in der Ratiborstraße. Und ein Problem könnte sicher auch sein, Sie haben vorhin von Gewerbeflächen gesprochen, die vorgehalten. Es müssen auch innerstädtische Gewerbeflächen vorgehalten werden. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr nah am Kunden dran und wenn ein Kunde also eine Anfahrt meinetwegen von Schönefeld oder Richtung Falkensee nach Kreuzberg bezahlen muss, um ein Schloss zu reparieren, das geht nicht mehr. Und wir wurden also jetzt gerade, wir in der Ratiborstraße doch sehr kurzfristig von einem Vorhaben überrascht, dass wir also jetzt noch gar nicht wissen, wie das nachher ausgeht. Ich würde nur darum bitten, dass wir da also auch Gehör finden und dass Ihre Zusage, als Wirtschaftssenatorin, also auch Handwerk in der Stadt zu halten, bei diesem ganzen Vorhaben berücksichtigt wird, auch für die anderen Mitglieder auf dem Platz. Mhm. Das ist eine ganz alte Gewerbegemeinschaft, da hätten noch mehr Handwerksbetriebe Platz. Dankeschön. Also ein ganz konkretes Anliegen. Wollen Sie dazu kurz was sagen? Genau, und da kommen wir auch schon genau in die Einzelthemen und Einzelflächen rein. In der Ratiborstraße, Sie haben es ja richtig geschildert, gibt es eben Handwerk und Gewerbe, aber eben nicht voll ausgelastet, sagen, es gäbe noch Platz. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Berlin in der Verpflichtung steht, und das finde ich auch sehr richtig, dass wir die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die geflüchteten Menschen in den letzten Jahren nicht in Erstaufnahmeunterkünften weiterhin behalten, unter nicht besonders guten Umständen. Ich sage nur, Klammer auf, Hangars in Tempelhof oder Ähnliches, sondern sie tatsächlich vernünftige Übergangsunterkünfte bringen. Und dort an diesem Standort ist ebenfalls geplant, eine solche modulare Unterkunft aufzubauen. Aber soweit ich das weiß, soll es ein gemischter Standort werden, wo eben beides möglich ist, ganz in diesem Sinne, dass wir Standorte haben wollen, wo beides möglich ist, leben, wohnen und arbeiten, und zwar für alle, für die Menschen, die hier immer schon waren und die neu zu uns gekommen sind. Und in diesem Sinne werden wir es da auch aufbauen, wenn es noch Ausweichflächen im Bezirk gibt. Darüber gibt es ja auch noch Diskussionen, dass da noch nachgemeldet werden kann, werden wir auch diese Diskussionen führen. Und wenn es möglich ist, das nochmal neu zu verteilen, wird sich da auch niemand versperren.
Wir haben ja nachher einen Fokus zum Thema, was ist uns Inneres, das Gewerbe in der inneren Stadt wert. Ich finde das auch enorm wichtig, dass wir überall in der Stadt und in den unterschiedlichen Strukturen von Gewerbe sozusagen reden und denken. Und bei innerstädtischem Gewerbe fällt immer sofort die Frage, nicht nur nach Nutzungskonflikten und Störpotenzial, sondern insbesondere Preis. Und das sind dann natürlich die Themen, wo man sich dann als Stadt überlegen muss, ob und wie man mit dem Instrument auch landeseigener Flächen und Einrichtungen oder Kooperationspartner, die dazu bereit sind, auch differenzierte Preisangebote zu machen, hier sozusagen eine Basis, eine verlässliche Basis schafft. Ne? Wir erleben ja, dass so vieles ins Schwimmen kommt zurzeit. Ne? Und da sind kleine Gewerbetreibende sind genauso betroffen wie Infrastruktureinrichtungen oder wenig verdienende Leute. Und das müssen wir bei so einer Planung natürlich berücksichtigen, dass hier neue Instrumente notwendig sind, um solche Standorte zu sichern. Das war klar. Da hinten gab es auch noch eine Wortmeldung. Achso, okay, kein Problem. Ja, Martin Gornig, mein Name. Ich habe nochmal vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie hatten ja mit Recht festgehalten, dass die goldenen Jahre vorbei sind. Also wo Flächen da waren und man sich um diese Dinge keine Gedanken machen muss. Auf der anderen Seite gucke ich ja in die Welt und sehe, ja, andere Städte arbeiten ja auch schon seit Jahren mit Wachstum. Ich denke mal an München mit 60 Jahren Wachstum, industrielles Wachstum und Bevölkerungswachstum. Gibt es da irgendwie Ideen, wie Sie sozusagen von diesen anderen Städten lernen wollen? Gibt es Modelle? Haben Sie da gemeinsame Absprachen oder auch Anlehnungen, wo Sie vielleicht bestimmte Modelle übernehmen wollen von anderen Städten? Das ist, Herr Göring, schon fast eine wunderbare Überleitung nachher zu Professor Mark Brearley, der uns nämlich zum Beispiel einige Sachen aus London erzählen wird. Aber ich glaube, Sie haben also auch schon vorher gedacht. Wir schauen sehr genau sozusagen über den Berliner Tellerrand hinaus. Und ich sage mal, die goldenen Jahre, wo es Flächen gab, waren natürlich die mageren Jahre, was so Wirtschaft und Haushalt und Infrastrukturentwicklung anging. Also das hängt ja sozusagen immer sehr eng zusammen. Also was man mindestens lernen kann und sollte, sind, dass wir tatsächlich andere städtebauliche Strukturen brauchen, auch im gewerblichen Bereich, dass wir andere Trägerstrukturen brauchen. Es gibt Gewerbegenossenschaften in anderen großen Städten, die zum Beispiel durch entsprechend differenzierte Preisangebote auch unterschiedlich leistungsfähigen Gewerben Flächen anbieten. Also da gucken wir schon sehr genau hin. Aber das sind dann Dinge, die nicht in dem strategischen Rahmen des Stadtentwicklungsplans, sondern eher bei den konkreten Standortkonzepten dann eine Rolle spielen. Aber als Instrument werden sie adressiert. Dort gibt es schon lange eine Wortmeldung. Planungsbüro Coopolis. Die Akteure, die ja Berlin zu dem Place to Be gemacht haben, die kommen ja zum Großteil aus den Bereichen Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und die erfahren ja jetzt ziemlich starke Verdrängungsprozesse aus den Innenstadtbezirken. Und vielleicht ist das jetzt auch die Chance für die Außenbezirke, sich zu positionieren und zu sagen, im produktionsgeprägten Bereich gucken wir auch, dass die Akteure aus der Kreativwirtschaft Platz finden, weil ja durchaus auch die Baunutzenverordnung die Räume, Produktionsräume für freischaffende Akteure eigentlich auch zulässt. Also ich habe ja das Wort Kunstproduktion vorhin schon extra gesagt, weil wir haben das ja schon, das ist ja keine Neuigkeit. Also wir haben, kann mich erinnern, in Lichtenberg, ehemals Ausbesserungswerk, Bahnwerkstatt, ist ein Kunstcampus geworden. Das verträgt sich, das geht zusammen und das in dem Kontext mitzudenken und zu sichern, ist eine klare Aufgabe, die wir annehmen. Ich kann da nur nicken, zum einen mit dem Atelierprogramm, was jetzt nochmal tatsächlich ausgeweitet worden ist, zur Sicherung von Ateliers ja auch beigetragen, auch finanziell, aber auf der anderen Seite wird man auch die Diskussion führen dürfen, ob sozusagen alles immer innerhalb des S-Bahn-Rings stattfinden muss oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt. Und da gibt es bereits Bezirke, Marzahn-Hellersdorf ist da ja auch sehr, sehr aktiv darin, eben Kunst und Kultur im Bezirk zu unterstützen, auch mit Räumen und Räumlichkeiten. Und das ist auch eine Diskussion, die ich gerne führe, wie wir Bezirke darauf sozusagen aufmerksam machen, dass sie das unterstützen können und andererseits eben auch sozusagen ein Leben außerhalb des S-Bahn-Rings und Kunst und Kultur ist durchaus möglich außerhalb des S-Bahn-Rings. So in diesem Sinne Atelierprogramm gesichert und ausgeweitet, aber halt eben auch nicht immer nur alles innerhalb der S-Bahn zu denken. Weiterdenken. So, wir müssen auch weiterdenken, wir müssen nämlich auf die Uhr gucken. Ich habe Sie ja eben ein bisschen im Schweinsgalopp durch dieses Programm geführt. Wir sind also schon schön über den Zeitplan hinaus, aber eine Wortmeldung gibt es noch und danach würde ich das an dieser Stelle dann hier auch schließen. Hinten gab es die Dame, bitteschön.
Ja, ich bin Sibylle Gedeke aus dem Wedding, Gerichtshöfe, und schließe genau an dieses Thema an. Es ist ja ein bekannter Gewerbe- und Atelierstandort, der in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, fragil geworden ist, dadurch, dass da ein Umnutzungsgedanke zum Wohnen stattfindet. Und ich möchte gerne nochmal auf Ihren Hinweis, es würden Instrumente entwickelt, um innerstädtische Gewerbe- und Kunsträume zu schützen. Da würde ich doch gerne nochmal nachfragen, wie das so für uns aussieht. Für uns heißt für Sie konkret? Gewerbehöfe im Gerichtshöfe. Also erstmal freue ich mich ja, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, das finde ich super. Zweitens läuft ja aktuell so eine Art Mediationsverfahren mit dem Atelierbeauftragten, GESO-Baubezirk und so weiter, alle dabei. Völlig klar, dass sich hier auch die Sicht auf ein Thema verändert im Laufe des Prozesses. Da kann man, ich würde jetzt dem Ergebnis ungern vorgreifen wollen, aber ich gehe davon aus, dass die Existenzberechtigung der Gewerbe nicht mehr in Zweifel gezogen wird.